So, hallo und herzlich willkommen hier auf dem Kanal der Assetto Corsa Motorsportgemeinschaft. Mein Name ist Stefan, bin einer der beiden Fahrer von SR Sim Racing. Das ist unser Team, mit dem wir aktuell auch in der GT3-Meisterschaft der RRV GT fahren. Der zweite Mann, das ist Seven Lenz. Den habe ich über Internet kennengelernt, auch über Assetto Corsa auf einem Public-Server. Ich habe mich dann früh dafür entschieden, das mit dem Public-Server einfach sein zu lassen und einen eigenen Server zu holen. Hab einen eigenen Server gemietet, hab dazu auch gleich noch einen TS-Server gemietet, sodass die Möglichkeit besteht, da auch gemeinsam zu fahren, ohne dass da störende Leute sind. Ja, hab dann nach der Weile mich entschieden, weil es eben doch so ist, dass ich halt viele Mod-Fahrzeuge habe. Ich habe, glaube ich, jetzt um die 331 Fahrzeuge insgesamt bei Assetto Corsa und um die 80 Strecken. Habe ich mich dann dafür entschieden, einen eigenen YouTube-Channel zu machen, auf dem ich halt Mods, die mir persönlich gefallen oder die eine gute Qualität haben, vorstelle, die als Download zur Verfügung stelle und damit natürlich auch gewährleiste, dass diejenigen, die sich dann doch entscheiden, mal auf unserem Server mitzufahren, auch diesen Content zur Verfügung haben. Wie gesagt, das sind keine schlechten Mods, sind auch von schönen Fahrzeugen, aber wie gesagt, seht ihr ja selbst, ihr müsst nur mal rumscrollen. Dann habe ich mich neben dem Skin, den er jetzt macht, also den ihr hier fahren seht, den ich selber auch gemacht habe, was mir jemand aus der Community beigebracht hat, das Skin mit Photoshop, bin ich jetzt dabei, mich so ein bisschen in Blender reinzufuchsen, dass ich 3D-Modelle von Fahrzeugen erstelle. Das ist aber noch so ein bisschen am Anfang noch, also auch da werde ich aber, denke mal, im nächsten Jahr einige eigene Fahrzeuge vorstellen. Zumindest ist es jetzt erstmal mein ersten, den ich gerade mache, ist ein Audi S6, 2008er Baujahr. Ja, wie gesagt, ich habe ja öfter schon gesagt, dass ich Audi-Fan bin, deswegen werden ab und zu einige Audis kommen, aber auch da wird es nicht bei bleiben. Ich werde sicherlich dann auch andere modellieren, wenn ich schon dabei bin, aber wie gesagt, ich weiß, dass es ein langer Weg ist. Bin jetzt gerade bei den Außensachen, fehlt ja noch Interieur, Motorsound und ja, ich habe mich da schon ein bisschen belesen drüber, aber ich denke, so Zeit für Zeit werde ich das hinkriegen. Und demzufolge wird auch das dann hier auf dem Channel kostenfrei zur Verfügung gestellt. Also ich werde die Mods nicht zu Paymods machen, weil, ja, das ist meine Freizeit, ich mache das gerne und mal sehen, was bei rauskommt. So, ja, im Hintergrund, wie gesagt, seht ihr den YouTube-Skin, den ich gemacht habe, extra für den Kanaltrailer, um auch uns vorzustellen, beziehungsweise dass ich mich vorstellen kann, dass jeder weiß, wer eigentlich hier die Videos hochlädt. Ich habe nicht immer einen Ton drin, weil ich nicht der Meinung bin, dass man immer irgendwas quasseln muss. Ich bin da eher so der Motorsound-Fan. Wen wird natürlich stört, der kann da natürlich auch gerne mal drunter schreiben. Ich habe das jetzt so schon vom Freund gehört, der hat mir gesagt, ich soll mal ein bisschen was erzählen. Deswegen nehme ich es mir jetzt vor, im Kanaltrailer bis zum Ende zu erzählen. Ja, wie gesagt, dann eigene Server, die Daten sind in der Kanalbeschreibung zu finden. Da seid ihr auch gerne eingeladen mitzufahren. Voraussetzung ist natürlich, dass ihr die Leute da nicht unnötig von der Strecke kickt. Also das wäre ein Saubritt fahren, wäre schon schön. Ansonsten, Anfänger, Fortgeschrittene sind alle gerne willkommen. Bin ja selbst noch Anfänger, von daher. Ja, und Seven würde sich sicherlich auch freuen, wenn da noch ein paar mehr mitfahren, weil so könnten wir auch mal privat außerhalb der Meisterschaften kleine Rennen veranstalten, Cup-Rennen oder so. Wie gesagt, Server steht zur Verfügung. Ja, das war's erstmal von uns, also von meiner Seite, von der Assetto Corsa Motorsportgemeinschaft, beziehungsweise von Stefan, dem einen Fahrer von SR Sim Racing. Würde mich freuen, wenn ihr mich abonniert, wenn ihr einen Daumen oben da lasst. Dann vielen Dank fürs Zuschauen und hoffentlich sehen wir uns mal auf der Strecke. Also bis dann.